Der Landesrat Ungarn Deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen ist dieses Jahr, wie wir darüber in unseren Sendungen mehrfach berichtet haben, 20 Jahre alt geworden, und zu diesem Jubiläum hat der Landesrat in der Serie Landesrat-Auswahl eine neue, die fünfte CD mit deutscher Volksmusik aus Ungarn herausgebracht. Diese neue Sammlung möchte ich Ihnen heute vorstellen. 11 Kapellen, kleinere und größere, spielen die insgesamt 20 Stücke, die auf der neuen CD ertönen. Selbstverständlich zählen sie zu den zurzeit besten ungarndeutschen Blas- bzw. Harmonika-Musikformationen landesweit, die in den Qualifikationspräsentationen des Landesrates am besten abgeschnitten haben. Ich danke dem Landesrat Ungarn Deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen für das Material und ganz besonders dem Chefredakteur des Internetblattes Landesrat Forum, Manfred Meyerhofer, für die Informationen. Der Blasmusikverein Alte Kameradenblaskapelle wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, die ungarndeutschen Blasmusiktraditionen aufleben zu lassen, um unsere musikalische Muttersprache zu pflegen und wachzuhalten. Die Blaskapelle besteht aus Musikern, die früher an ungarndeutschen Hochzeiten sowie an Schwabenbällen gespielt haben. Ihnen wurde noch die unmittelbare Traditionsweitergabe zuteil, die eine Garantie für den stilvollen Klang dieser Musik bedeutet. Diese unmittelbare Traditionsweitergabe möchten die alten Kameraden aufrechterhalten mit der Einbindung junger Musiker in die Tätigkeit der Kapelle. Der Kapellmeister ist Lajos Volkoi und der Vorsitzende des Blasmusikvereins Alte Kameradenblaskapelle Anton Stramm. Die alten Kameraden spielen jetzt die Polka Marta Komm, bearbeitet von Ferenc Szabó.